Ja, Kapitel 1. Ja, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen damit zum Letztest von dem Spiel Spirit of the North. Spirit of the North ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wo wir einen Fuchs in der antarktischen Wüste, in der Antarktis spielen. Und, ja, wir steuern den Fuchs, so richtig wissen wir nicht, wie es lang, wo und wie das überhaupt alles, ja, wie und wo der überhaupt so richtig lang läuft. Von daher gucken wir einfach mal. Ich habe so das Gefühl, dass die Lautstärke ein bisschen das sollte soweit passen. Wir spielen einen kleinen Fuchs. Wir haben absolut überhaupt keine Ahnung, wo wir großartig lang müssen. Scheint sehr offen zu sein. Wir können springen. Wir können Bellgeräusche machen. Ich weiß nicht genau, ob das bei Füchsen auch Bellen heißt. Auf jeden Fall. Ja, ist das ein sehr schönes Erkundungsspiel. Ich habe das ja letztens mal im Stream schon für ein paar Leute angespielt an sich. Und da habe ich mir gedacht, beziehungsweise wurde sich gewünscht, daraus auch mal einen Let's Test zu machen. Also im Twitch-Stream lief das ja dann super. Also wir können hier ein bisschen rumbellen. Wir können mit unserem wie cool ist das denn? Wir können mit unserem Schwänzchen wedeln. Oh, super. Und wir können springen. Ich weiß nicht ganz, ob wir Schaden nehmen können. Okay, mit der Taste können wir schleichen. Sieht so aus, gäbe es hier nichts Besonderes. Joa, dann wollen wir mal gerade hinweg weiter nach da hinten gehen. Ich glaube, hier hinten gibt es nichts, ne? Ich finde das Prinzip ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr schön. Muss ja nicht immer Stratego-Mego sein oder muss ja auch nicht immer Action-Action sein. Von daher habe ich mir gedacht, guckst du dir das Spiel mal an, vielleicht gefällt es dir ja. Im Stream habe ich das angespielt und muss sagen, es war durchaus kein Fehler. Und ja, daraus mal ein Let's Play zu machen, wäre natürlich auch eine Option. Es wäre auch mal wieder eins von diesen Let's Plays, wo... Ich weiß nicht, ich sage ja immer, es wäre immer eine andere Art von Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so cool... Eieiei, muss man wieder was trinken. Wenn ich mal so bedenke, was für Spiele ich eigentlich in der Regel spiele, sind solche Spiele auf meinem Kanal gar nicht mal so unüblich. Und ja, der Soundtrack hat mir gefallen, ich weiß so ein bisschen schon, worum es geht. Wir haben das ja im Stream schon mal ein Stündchen angespielt. Aber hier jetzt nochmal offiziell als Let's Test. Und je nachdem, wie sich das gewünscht wird, dann auch mal als Let's Play. Oh, wir haben hier einen verirrten Wanderer gefunden. Lebst du? Nein? Okay. Wir sind ja ein Fuchs, wir müssen ja ein bisschen vorsichtig sein. Das bedeutet, wir sind jetzt hier kein Hündchen. Von daher, ich gucke mich aber auch mal überall um. Na, der Lichtstrahl zeigt schon genau dahin, wo wir... wo müssen wir den hinbringen? Okay. Können wir auch damit springen? Ja. Können den nur ablegen und aufnehmen. Wir können damit nicht bellen. Wäre natürlich auch ein bisschen blöd gewesen, wenn das gehen würde. Wäre ein bisschen sinnlos. Beziehungsweise ein bisschen unlogisch. Na gut. Ich glaube, die Stöckchen müssen wir hinbringen. Ah, der fängt an zu leuchten. Okay, das war schon mal eine gute Idee. Und jetzt ist der Wanderer glücklich. Okay, das können wir nicht skippen. Ah, und es gibt einen neuen Weg. Super. Ich will aber da hinten noch mal lang. Ich glaube, da habe ich mich noch nicht umgeguckt. Wir haben einen Menschen befreit. Super.
Okay, also eine Seele erlöst scheinbar. Ah, hier geht's eh nicht weiter. Okay, super. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie es weitergeht. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr, sehr cooles Konzept. Ist, glaube ich, eher so ein Rätselspiel, wo man einfach ein paar Sachen finden muss, die aber nicht so anstrengend sind, so wie ich das im Stream schon gesehen habe. Ansonsten, dass wir ein Fuchs spielen, ist einfach super. Und ich dachte mir so einfach, ja, es ist optisch relativ schön, es ist jetzt nicht fotorealistisch, aber trotzdem muss ich das Spiel echt nicht verstecken. Sag ich jetzt mal. Okay, hier können wir diese Kapitel speichern. Ich würde gerne alle drei zum Leuchten bringen. Geht das? Soll ich das? Wen haben wir da? Das ist ein Geisterfuchs. Ja, muss mal gucken, ob ich das Let's Play hier wirklich so, das Let's Test heute mal wirklich so eine komplette Stunde übernehme oder nicht. Wir müssen ja erstmal die Gegend abkunden. Wir sind ja ein Fuchs, das bedeutet, wir sind ja jetzt nicht so handzahm wie Hündchen oder so kampfeserprobt wie Wölfe. Daher müssen wir die Gegend erstmal gut erkunden, bevor wir jetzt hier uns irgendwas vorsichtig nähern. Von daher müssen wir natürlich die Natur des Tieres auch berücksichtigen. Aber scheint alles sicher zu sein. Das ist ein anderer Fuchs. Ach, wie er sich freut. Müssen wir dem folgen? Weiß nicht, ob ich da runterspringen will. Glaube nicht, dass ich das schaffe. Naja, ich kann auch hier lang gehen. Na, schaffen wir das? Kommen wir da irgendwie ran? Das ist ein schönes, Jump, das ist so ein schönes Jump-Ding. Müssen wir jetzt ihm... Hey, wir müssen dich wieder wach machen. Aufstehen. Es geht weiter. Wie süß. Alles schön, herrlich. Okay, wo will der Fuchs lang? Da lang. Da müssen wir auch hoch. Okay, ich finde es ja eigentlich so ein bisschen schön, dass wir dem so ein bisschen hinterherjagen müssen. Also nicht wirklich jagen, aber dass die sich so ein bisschen... Hat sowas von Verspieltheit. So ein bisschen so verspielter Jagdtrieb. Muss ich sagen, gefällt mir sehr eigentlich. Ja, bellen müssen wir nicht. Werde ich ab und zu trotzdem machen, weil ich das... ja, mach ich mal sauber. Super. Weil ich es einfach lustig finde. So, da hoch müssten wir. Die Frage ist, von da kommen wir. Gibt es da vielleicht noch irgendwas zu finden? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal, ob ich da irgendwo hoch kann, ob ich da irgendwas finde. Auf der anderen Seite noch müssen wir ja nicht alles finden. Ist ja jetzt noch ein letzter Test. Aber ich denke mir einfach... Eigentlich schön, also die Musik ist nicht penetrant, die ist jetzt auch nicht so besonders geil, dass man sagt, boah, was ein fetziger Soundtrack. Aber die hat was melancholisch Schönes und melancholisch schöne Spiele liebe ich ja, das wisst ihr ja von, kennt ihr ja von mir. Von daher, warte mal, von da, dann können wir nach da, wenn wir nach da, ja. Okay. So, mach ich erstmal sauber. Hm?
Jo. Ich würde gerne. Wie wollen wir den Fuchs eigentlich nennen? Das kleine Füchschen. Einen Namen hätte er ja schon verdient. Goldig genug ist er. Nein! Nicht runterfallen! Okay, dann müssen wir sowieso runter. Die Frage ist, möchte ich da runterspringen? Eigentlich will ich dem Fuchs ja nichts Böses. Von daher möchte ich da jetzt nicht so tief runterspringen. Wenn das Spiel es nicht von mir verlangt, das kann natürlich auch sein. Von daher... Gibt's da noch was? Das war jetzt vielleicht ein bisschen arg hoch. Aber das muss ja nicht sein. Jo, ansonsten bin ich schon in guter Vorbereitung für den Stream heute Abend. Von daher werde ich das Let's Test. Ich habe zwar gesagt, dass ich mir eine Regelung von knapp einer Stunde mache. Allerdings haben wir das Spiel schon im Stream gespielt und kennen das ja größtenteils schon. Und dementsprechend will ich das jetzt heute nicht so lang machen, weil ich ein bisschen unter Zeitstress bin. Weil ich ja um 19 Uhr auf Twitch anfangen will zu streamen, möchte aber würde aber schon gerne wollen, dass ich das Video vorher noch hochlade. Und euch auch noch genug Zeit geben, dass ihr euch das Video angucken könnt und im Stream vorbeischauen könntet. Theoretisch, wenn ihr das möchtet. Muss ich hier lang? Wo ist der Hund lang gegangen? Das habe ich jetzt... Hier muss man sich ein bisschen merken. Also, es ist ein Spiel, das sich fordert. Das auf jeden Fall. Das darf man nicht ablassen. Darf man nicht außer Acht lassen. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt... Also es ist kein Spiel, was man einfach mal so spielt, aber der Soundtrack und so wie das Spiel von Natur aus zu sein scheint, kann es durchaus sein, dass es doch ein Spiel zum Entspannen ist. Auf jeden Fall sehr schick hier. Vielleicht alles ein bisschen blau-weiß, aber für die Antarktis und solche Höhlen natürlich auch ein bisschen realistisch. Da ist jetzt natürlich nicht die farbenfrohe Fauna im Gange. Okay, hier lang. Ich will aber nochmal hier lang gehen. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen. Nein, haben wir nicht. Na gut. Ich glaube, später können wir auch noch rennen. Ach, das ist goldig. Der Fuchs ist super. Jo. Dementsprechend, wie gesagt, mache ich das heute mal nicht, ausnahmsweise mal nicht so lange, aus gegebenen Gründen. Und man muss... Ah, jetzt können wir rennen. Lauf, kleiner Fuchs. Lauf, kleiner Fuchs und ganz schnell ran. Dann zieht der andere Fuchs nicht von dann. Müssen wir hier lang? Guck mal, wie er rutscht. Oh, schade, dass man das nicht von vorne gesehen hat. Könnte lustig werden. Mal gucken, ob hier noch irgendwie vielleicht ein paar Wanderer, ob es hier noch ein paar Wanderer oder so gibt. Ich finde es ja schon... So, jetzt trinke ich aber mal was. Entschuldigung. Ich finde es ja schon so ein bisschen lustig und auch sehr süß, dass die beiden sich so ein bisschen halt jagen. Also so verfolgen, nicht wirklich jagen, aber ich finde, es hat was. Oha. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Nein, spring doch nicht, Füchschen. Nein, tu das nicht. Ich möchte ja nicht, dass du dir eine Pfote brichst oder so. Wir haben dich ja lieb, ne? So ist das. Auf jeden Fall. Warte mal, ich kann doch hier bestimmt hoch.
Aha. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Wanderer? Das habe ich schon mitbekommen, dass es hier Menschen, dass es hier so verschollene Wanderer gibt. Den müssen wir das Stöckchen bringen. Ist bestimmt hier oben. Würde zumindest passen. Aha. Siehst du, das haben wir nett. Das haben wir nicht im Spiel gehabt. So, jetzt kann deine Seele auch ruhen, mein Freund. Und er bedankt sich. Siehst du, so gehört sich das. Sind ja ein guter Fuchs, ne? So, ja, den... Können wir das irgendwie so machen, ohne runterzuspringen? Ja, super. Hat keinen größeren Sprung. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt Schaden nehmen kann oder so. Außer wenn es vom Spiel vielleicht vorgegeben ist. Von daher... würde ich sagen... Geronimo! Nein! Wow, 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 wow! Foto auf glattem Eis. Stimmt, im Stream haben wir den Foto auf glattem Eis genannt. Foto auf glattem Eis. Das hat was. Das hat auch so ein bisschen was Indianisches. Und da das in der Alaska ist und dort die Eskimos hausen, würde ich das noch nicht mal so schlimm finden. Super, Kapitel ist fortgeschritten. Hat schon so ein bisschen was. Hat schon echt was. Das Spiel ist optisch sehr schön. Jetzt nicht wegen der Realistik, sondern einfach wegen der Atmosphäre. Und das muss ich echt nicht verstecken. Vor allem die Melodie ist einfach wunderbar. Schick. Der Sprung war gewagt. Da würde ich theoretisch nicht lang rennen. Aber gut. Okay, wir können trotzdem noch... Ihr kommt vor auf schnellem Eis. Macht Platz, ihr Lümmel. Seid bloß vorsichtig. Ich muss hier auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich mich hier nicht so zu sehr verspiele. Das passiert mir nämlich auch häufig, dass ich mich in so einem Spiel ganz gerne mal verliere. Man sieht es bei... Child of Light. Oh, ja, nein, 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 nicht darunter springen. Geh den Weg, der ist sicher. Der ist sicher. Gut, brav gemacht, Foto auf glattem Eis. Ich hoffe, ihr seid mit dem Namen zufrieden. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, außer wenn ihr ihn in den Kommentaren ihn umbenennen wollt, dann ist das okay. Für den Fall, dass da überhaupt was los ist. Und ja. Foto auf glattem Eis. Würde aber so ein bisschen passen. Also es wäre jetzt nicht... Vorsicht, Pfötchen auf glattem Eis. Ist vielleicht nicht ganz so schlau. Aber die Ausblick ist super. Der Ausblick ist super, Entschuldigung. Habe ich das... den Artikel falsch gesetzt. Jo. Na komm. Kann man dem auch irgendwas zu essen geben oder so? Ich meine, der hat ja schon Hunger. Es ist ja nicht so, dass der hier unendlich Energie hat. Ich meine, zu trinken, das kriegt er wahrscheinlich schon hin. Ein bisschen Schnee im Mund schmelzen zu aller, zur Not. Aber... zu essen, das wird dann schon ein bisschen schwierig. Die Musik ist super. Ich weiß gar nicht, warum ich gesagt habe, die ist nicht so geil. Die ist richtig schön. Also schön, jetzt nicht episch oder rockig, aber wunderschön. Ich will hier nochmal alles angucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Aber ich glaube nicht. So, Foto auf glattem Eis. Bloß nicht gegen den Pfosten. Nein, 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 nein. Super. So, bevor ich jetzt aber da zu diesem Wolf hingehe, will ich gucken, ob es hier weitergeht. Macht das Sinn darunter? Der Wolf ist hier.
Was ist hier? Oh, hier hat jemand sein Stöckchen verloren. Wo ist der Typ hin? Hier. Super. Bitteschön, mein Freund. Gern geschehen. So. Hat er jetzt irgendwas getriggert? Silberfuchs. Okay, 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 okay. Weitere Option. Belohnungen. Sind das verschiedene Skins? Sind das Views? Ah, okay, okay, okay. Okay. Oh, wie geil! Ein Schneefuchs! Wir sind jetzt ein Schneefuchs. Oh, wie schön ist das denn? Oh, das ist ja auch cool. Oh, ein Schneefuchs. Oh, super. Also, wir haben verschiedene Fellfarben. Oh, das ist geil. Das ist echt nice. Das ist super, wunderbar. Oh, das ist schön. Ich freue mich. Oh, das ist ja super. Da werde ich gleich dem Justin mal einen Screenshot mit dem Handy machen und dem per WhatsApp schicken. Ja, ich mache das jetzt genau hier live im Let's Play. Aber das ist mir egal. Der Junge wird sich freuen. So, was ist dann hier? Supi, schicke ich ihm gleich mal. Wunderbar. Oh, das ist super. Ist halt immer schwierig. Ich muss sagen, ich finde das mit der weißen und roten Farbe wunderbar. So diese Abwechslung, dass wir die Abwechslung da nehmen können. Aber ist halt immer schwierig zu entscheiden. Weitere Optionen, Belohnungen. Ah, der weiße Fuchs würde natürlich viel besser in die Optik hier in die Dingsbums passen, aber der rote Fuchs hat halt auch was. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig zu entscheiden. Was ist los? Foto auf glattem Eis ist wieder unterwegs. Nein. Hui. Alter, ganz schön fix unterwegs. Vielleicht ein bisschen zu fix. Kann mir nicht vorstellen, dass dem Fuchs das so gefällt. Wow, 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 wow. Nein. Puh. Und zum Glück war da Wasser. Ich habe den schon echt Dingsbums gesehen. Ich habe den schon echt fliegen sehen. Gibt es hier irgendwas zu finden? Oh. Hat der gerade genossen? Der kommt mit dem Zeug nicht. Ich glaube, wir müssen da, glaube ich, lang. Oh nein. Okay, der Hund hat irgendwelche magischen Kräfte. Ich finde es ja super. Vor allem mit diesem Logo. Das Logo ist schön. Das Logo ist echt schön.
Oh nein. Nein! Ist der Zeck gestorben? Bitte nicht. Jetzt kann ich schon mal so runter. Oh nein, er hat sich an der Pfote verletzt. Ist ganz schön fertig, der arme Fuchs. Oh nein, kann ich springen? Nein. Kann ich rennen? Nein, natürlich nicht. Hallo, der hat eine gebrochene Pfote. Och nö. Das ist tragisch. Das ist echt traurig. Hoffentlich erholt er sich wieder. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie da rumzulaufen und dem Fuchs irgendwie dabei zuzusehen, wie er langsam abstirbt. Okay, die Schneeanimationen hier sind ein bisschen klobig. Aber eigentlich möchte ich mich da nicht großartig... Da muss ich gerade noch was zusammenschnippeln, weil aus irgendeinem Grund lief da was falsch. Muss mal gucken, ob die Aufnahme so passt oder nicht. Na, der Fuchs bleibt bei uns auf unserer Seite. Das ist ganz gut. Wow. Okay, das ist echt geil. Das ist cool. Ah, da hinten ist noch ein Stöckchen. Gut, machen wir das noch. Und dann gucke ich mir die Aufnahmen an, ob die so passen oder nicht. Oder ob ich den ganzen Kram nochmal neu aufnehmen muss. Wäre natürlich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite gar nicht so tragisch, wenn ich das nach der ersten Aufnahme schon abchecke. Sollte aber eigentlich gehen. Mein Problem ist halt, das Problem, was mich gerade so ein bisschen verwirrt hat, ist, dass das Overlay von Shadowplay einfach gerade verschwunden ist. Scheint aber bei dem Spiel automatisch zu sein. Von daher schauen wir mal, ob das so alles richtig gut läuft oder nicht. Wir haben hier noch ein Stöckchen. Guck mal, das ist ein braves Füchschen. Trotz gebrochener Pfote bringt es dem, versucht es immer noch, den Stock seinem Besitzer zu bringen. Die Frage ist, wo ist der Besitzer? Und wie lange muss ich das Stöckchen noch mit mir rumschleppen? Die Musik ist toll. Da will ich eigentlich, um ehrlich zu sein, will ich da gar nicht so viel quatschen. Und da hinten. Bitteschön. Supi. Ich habe so das Gefühl, generell... Ah, jetzt. Okay. Sieht noch gut aus. Sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir irgendwas verpasst. Es tut mir natürlich sehr leid für die für das Pfötchen. Da willst du eigentlich am liebsten reinspringen, dem die Pfote versorgen. Also hier direkt so in den Bildschirm, in den Desktop rein, schnell die Pfote versorgen, dass er wieder gesund wird und dann passt das. Aber ich glaube, das ist leider Wunschdenken. Ich finde es aber sehr cool, dass man da verschiedene Skins hat.
Guck mal, was ein braves Füchschen. Hat schon eine Pfote verletzt und trotzdem... bringt er seinen... bringt er... den Leuten immer noch den Stab. Oh. Ah, super. Super, den haben wir auch. Mensch Nummer 5. Seele Nummer 5. Entschuldigung. Ja, halbe Stunde ist eigentlich schon... ist eigentlich schon hinter mich gebracht, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr aufhören. Fehler. Das ist ein kleiner Fehler. Vielleicht gewesen, aber ich wollte euch auf jeden Fall dieses Spiel noch mitgeben. Guck mal, du merkst richtig, dass er, dass ihm die Pfote wehtut. Der Mund ist offen, der ist am Hecheln. Armer Kerl. Ja, dann muss der Pfote auf Glatteis. Pfote auf glattem Eis muss da mal ein bisschen langsam tun. Wow, der Fuchs ist Jesus, der Kleine. Der Dingsbums, der kann auf Wasser laufen. Das können wir nicht, wir müssen schwimmen. Oh nein. Das Logo ist schön. Das Logo ist echt schön. Okay, der Blaufuchs hat ein paar echt abgefahrene Kräfte. Sind wir jetzt in den Himmel aufgefahren? Werden wir in den Himmel auffahren? Was wird passieren? Der gibt uns seine Macht. Und die Pfote ist wieder heil. Ah, oh, super. Sehr cool. Okay. Folgendes zum nachfolgenden Gameplay. Ich finde es auf der einen Seite ja ganz lustig, dass er super, dass er das gemacht hat. Aber ich muss sagen, der Anfang hat mir auch so ein bisschen besser gefallen, als die beiden Füchse sich noch so ein bisschen spielerisch gejagt haben. Okay. Unser Schweif kann jetzt coole Sachen. Aber bevor ich jetzt zu viel vom Gameplay wegnehme, würde ich sagen, macht's gut, Leute. Und hoffentlich habt ihr mit dem Spiel vielleicht genauso viel Spaß wie ich. Ich werde euch den Link zu dem Spiel natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Und bis dahin, macht's gut. Ciao mit V.